Herzlich willkommen zu einem eiskalten Video bei Silvercrypt. Ich bin Tom und ich zeige euch heute 10 Tipps und Tricks, wie ihr euer Auto winterbereit macht. Bleibt auf jeden Fall dran, denn am Ende gibt es noch Tipps für die richtigen Liebhaber unter euch. Wir starten mit unseren Wintertipps bei der allerersten Situation und zwar, wir gehen zu unserem Fahrzeug, es ist wirklich kalt, wir wollen einfach nur schnell rein und auf einmal merkt ihr, die Tür, die ist irgendwie zugefroren. So. Da gibt es jetzt aber eine gute Möglichkeit, wie euch das nicht mehr passiert. Und zwar, Kaya, komm mal gerne rum. Ihr seht hier diese Türdichtung. Die könnt ihr ganz einfach mit einem Silikonspray, das kriegt ihr zum Beispiel auch im Baumarkt, sprüht ihr die einmal hier ringsherum ein. Ihr könnt das auch zur Not, wenn ihr nicht so gut zielen könnt mit so einem Spray, könnt ihr das auch gerne auf den Lappen machen und darauf halt eben verteilen. Genauso mit den Dichtungen hier an der Tür. So wird eben verhindert durch das Silikonspray, dass diese beiden Oberflächen eben aneinander haften und auch dementsprechend gefrieren. Das nochmal als Tipp. Das könnt ihr auch genauso mit dem Türschloss machen, wenn ihr hier noch so ein Türschloss dran habt, wo ihr noch den Schlüssel reinstecken müsst, vielleicht bei einem etwas älteren Fahrzeug, könnt ihr da eben mit einem Silikonspray, mit so einem kleinen Schlauch vorne dran, das eben ins Schloss reinmachen. Dann braucht ihr auch solche Sachen nicht mehr machen, wie Schlüssel irgendwie mit dem Feuerzeug warm machen oder so. Das könnt ihr euch alles sparen, eben mit dem Tipp. Weiter geht's. Dank unseres Silikonsprays sind wir schon mal ins Fahrzeug gekommen. Nun möchte das Auto aber einfach nicht starten und das liegt häufig an der Batterie. Die ist wahrscheinlich entladen, weil gerade die Kälte der Batterie doch sehr, sehr zusetzen kann. Aber ich zeige euch jetzt einmal, wie wir am besten überbrücken können. Das geht entweder über eine andere Autobatterie, die wir gerade da haben, oder gar ein anderes Fahrzeug, was uns überbrückt. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie wir da am besten Schritt für Schritt vorgehen. Und zwar, als allererstes nehmen wir das rote Kabel, das Plus. Das machen wir an den Stromgeber, also an das andere Auto, jetzt als Beispiel mal ran. Schließen wir da an, dann nehmen wir die andere Klemme, wichtig ist, beide Kabel machen wir nie zueinander, nehmen das andere Ende des roten Kabels und schließen das hier an. Da ist hier schon so vorgerüstet, hier so eine rote Kappe, ist gar nicht zu verfehlen. Die schieben wir einmal zur Seite, klemmen den ran, dann haben wir Plus schon mal befestigt. So rum. Dann nehmen wir das schwarze Kabel, das ist Masse, machen wir auch zuerst an den Geber ran. Und dann das andere Ende, da haben wir hier schon so einen schönen vormontierten Massepunkt, schließen wir hier ganz einfach ran und können so eben das Fahrzeug wieder mit Strom versorgen und ganz einfach nachher, dann, wenn es genug Strom hat, starten und weiterfahren. Das Fahrzeug wurde erfolgreich überbrückt und wir können theoretisch sofort losfahren. Wo wir aber schon mal die Haube offen haben, möchte ich euch noch mal eine ganz kurze Sache zeigen, die aber auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar kommt mal mit, wir haben hier im Motorraum nämlich ganz viele Blätter. Die sammeln sich hier ganz schnell an und verstopfen im allerschlimmsten Fall unsere Abläufe. Das kann wirklich schlimm sein, weil dann laufen nämlich die Wasserkästen voll und im allerschlimmsten Fall läuft euch nämlich das Wasser nachher in den Fußraum rein bei Starkregen und dann habt ihr nämlich richtiges Problem, weil dann folgen nämlich auch ganz viele Elektronikschäden und das geht richtig ins Geld, wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen, wenn ihr mal die Haube offen habt, sowieso wenn ihr überbrückt habt oder ihr habt gerade Wischwasser nachgefüllt, schön Frostschutz ergänzt, dann eben gleich darauf achten, Blätter alle mit raus. Und so können wir eben teure Schäden vermeiden. Der Motor, das ist das Herzstück eines jeden Fahrzeuges. Und dieses gilt es natürlich auch immer besonders zu behüten und zu beschützen. Viele neigen dazu, gerade bei Kälte, den Motor erstmal im Stand warm laufen zu lassen und dann eben erst mit warmem Motor loszufahren. Das ist aber meist gar nicht so gut für den Motor und das mag er auch gar nicht so. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum das so ist. Und zwar, ihr lasst den Motor im Stand warm laufen. Das dauert erstmal viel länger, bis der Motor dann auf Temperatur kommt. In der Zeit, wo der Motor eben läuft, aber noch kalt ist, hat der Kolben im Zylinder viel zu viel Spiel, weil sich eben die Materialien noch nicht so ausgedehnt haben bei der Wärme. Und somit haben wir eben erstmal einen höheren Ölverbrauch und auch einen höheren Verschleiß im Zylinder, also beim Kolben und Zylinder. Das ist natürlich zu vermeiden, weil so eben auch Motorschäden, ich sag mal, provoziert werden können. Und das ist ein absolutes No-Go. Dementsprechend gleich Motor anmachen, losfahren, der Motor wird viel schneller warm, die Materialien dehnen sich aus, wir haben kein Spiel mehr und haben einen heilen Motor. Unser Motor läuft, wir wollen eigentlich gleich losfahren, aber stopp. Gerade in den kalten Jahreszeiten kann es oft dazu kommen, dass das Auto noch voller Schnee ist. Deswegen legt euch einen Besen ins Auto. Glaubt mir, es wird euch viel Ärger ersparen und viel kalte Finger vor allem auch. So ein kleiner Handbesen, der ist perfekt. Ihr macht das Auto erstmal frei vom Schnee. Erstmal seht ihr dadurch mehr und zweitens, auch wenn ihr das Dach zum Beispiel frei macht, ist auch sehr wichtig, denn da lagert sich ganz viel Schnee drauf und wenn ihr losfahrt, die Leute hinter euch, die kriegen das alles ab und im schlimmsten Fall sehen die dadurch nichts mehr und bauen dann im allerschlimmsten Fall Unfälle. Deswegen, der Besen kann nicht nur Leben retten, sondern auch eure Sicht verbessern. Ab zum nächsten Tipp.
Gerade in der kälteren Jahreszeit verlieren die Reifen oft den Kontakt zur Fahrbahn und das kann natürlich auch sehr schnell sehr gefährlich werden. Dementsprechend gilt besonders ein Augenmerk auf die Reifen zu legen. Winterreifen raufziehen ist, denke ich mal, selbstverständlich, aber auch die Profiltiefe ist von größter Wichtigkeit. Normalerweise schreibt der Gesetzgeber ja vor, mindestens 1,6 mm Profiltiefe bei euren Reifen. Bei Winterreifen ist es so, dass wir da eine Faustregel von 3 bis 4 mm haben, die Reifen auf jeden Fall haben sollten. Darunter macht es wenig Sinn, weil der Winterreifen dann einfach nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Zusätzlich solltet ihr auch darauf achten, dass eben auch genug Luftdruck ist. Gerade bei kälteren Temperaturen schwindet der Luftdruck in den Reifen. Wenn ihr, ich sag mal, ihr befüllt die Reifen im Warmen, sag mal drin bei euch, geht dann in die Kälte, oft verliert ihr dann, auch wenn es nur 0, schieß mich tot bar sind, aber ihr verliert auf jeden Fall Luftdruck. Deswegen immer um die 0,2 bar mehr in euren Reifen. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp, damit ihr immer perfekten Kontakt zur Straße habt. Wir haben uns die Reifen von außen angeguckt, Profiltiefe, Zustand. Nun gilt es aber auch, das richtige Winterreifengeschwindigkeitslimit für unsere Reifen einzuhalten. Da gibt es eine hilfreiche Funktion bei uns im System, wie wir hier ein Geschwindigkeitslimit einstellen können. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar gehen wir dafür in unser Home-Menü, in die Einstellungen. Und unter dem Punkt Fahrzeug finden wir auch, da müssen wir einmal die Zündung anmachen. So, da finden wir auch hier gleich oben unter dem Punkt Fahren den Reiter Winterreifen Limit. Da gehen wir einmal auf Ja, wollen wir. Und dann können wir eben die Geschwindigkeit einstellen, bis zu der die Winterreifen eben zugelassen sind, sodass wir diese Geschwindigkeit eben nicht überschreiten und somit auch kein Sicherheitsrisiko bei der Fahrt eben aufkommt, wenn wir die Geschwindigkeit überschreiten würden. Bleiben wir nochmal beim Thema Winterreifen oder generell Komplettradsatz für den Winter. Und zwar gibt es da jetzt aktuell bei uns eine richtig geile Cashback-Aktion. Eigentlich wollen wir es ja gar nicht so werblich machen, aber das ist wirklich so ein guter Deal für alle die, die eben noch einen Komplettradsatz, Leichtmetall eben für ihr Fahrzeug suchen. Und zwar, die Cashback-Aktion umfasst 100 Euro, wenn ihr einen neuen Leichtmetall-Winter-Komplettradsatz kauft und diesen bei uns aufmontiert. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will auch meine schönen Sommerräder, wie die hier zum Beispiel, ebenfalls bei Sövecrypt einlagern lassen, dann bekommt ihr nochmal 50 Euro extra Cashback. Machen ja auch viele dieses Räder einlagern, ist ja auch wirklich praktisch bei uns im Reifenhotel. Dementsprechend kann ich das nur jedem wärmstens ans Herz legen, der sich eben noch für so einen Komplettradsatz entscheiden möchte für sein Fahrzeug diesen Winter. Wie ich euch am Anfang bereits versprochen habe, kommen jetzt nochmal zwei Tipps für die richtigen Liebhaber unter euch. Nämlich die, die ihr Auto im Winter einlagern oder auch einfach nur so wegstellen, plane drüber und das war's dann. Und zwar, man kennt es ja zum Jahresanfang, der Sommer geht los, die Leute machen einen Ölwechsel. Das empfehlen wir aber gar nicht, sondern eher zum Jahresende, bevor ihr das Auto einlagert. Denn gehen wir mal davon aus, ihr macht immer zum Jahresanfang einen wunderschönen Ölwechsel bei eurem lieben Schätzchen. Und dass ihr fahrt mit dem Öl den ganzen Sommer durch und alles ist super. Und am Jahresende lagert ihr das Auto eben ein mit dem alten Öl. Und alle Rückstände, die denn in diesem Öl sind, die setzen sich eben im Motor ab und die bleiben da auch. Dann lasst ihr am Jahresanfang wieder das alte Öl ab, wechselt das, aber die Rückstände, die bleiben. Besser ist es, wenn ihr das ganze Jahr durchfahrt und dann am Ende des Jahres einmal neues Öl reinhaut. Die ganzen Rückstände gehen mit raus, weil sie sich eben nicht über den Winter abgesetzt haben, sondern im Winter ist wirklich nur das frische Öl drin, da kann sich nichts absetzen. Und somit könnt ihr dann auch am Jahresanfang dann wieder mit frischem Öl losfahren und alles ist super. Ebenfalls ein Tipp, den ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr euer Auto einlagern wollt, ist nämlich schlichtweg voll zu tanken. Denn auch im Tank kann Korrosion entstehen und das wollen wir nicht, weil das kann dann auch eben richtig teuer werden. Dementsprechend tankt einmal voll. Der Sprit, den ihr tankt, der hat auch reinigende Wirkung. Dementsprechend kann da keine Korrosion mehr entstehen. Es ist einigermaßen luftdicht eben verschlossen und eben so safe auch wieder für die nächste Saison, damit wir entspannt weiterfahren können. Und nochmal als ganz kleinen Tipp nebenbei, ne? Wenn ihr gerade am Tanken seid und ihr wisst nicht, wohin mit eurem Tankdeckel, das kleine Loch, was ihr da oben seht, da macht ihr den Pinsel rein und gut ist. Und das war's auch schon wieder mit meinen 10 Wintertipps für euer Auto. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns auch schon ganz bald wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ich hole mir jetzt erstmal eine heiße Schokolade. Tschüss.